Herzlich willkommen bei Börsensessional. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich hoffe, es geht Ihnen ausgezeichnet und Sie haben exzellente Anlageentscheidungen getroffen. Ja, Montag gestern war ja ein ganz übler Börsentag. Da gingen die Kurse ziemlich zurück, hat sich dann ein bisschen relativiert. Und die Nachrichten im Internet, auf YouTube mit Crash und so weiter häufen sich. Ein Grund mehr, heute die technische Analyse zu befragen, denn die ist hier besonders geeignet, wenn es um kurzfristige Bewegungen geht. Was ist da los an der Börse? Wird das jetzt ein Crash? Denn bisher ist es kein Crash. Wir haben gestern über 2% am S&P 500 verloren. Das ist schon mal drin, das ist nichts Schlimmes. Aber natürlich die Folge, 3 Tage in Folge nach unten. Und das wollen wir uns genau angucken und uns die Zeichen sehen. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich das schon vorausgesagt wäre, ein bisschen anmaßend, aber schon geahnt habe, dass wir hier im August Rückgänge haben. Wie es weitergeht, da schauen wir uns nach dem Intro an. So, schauen wir uns zunächst mal an, was ist passiert am globalen Aktienmarkt. Die schwarze Kurve der Stoxx Global 1800, also die 1800 größten Aktiengesellschaften der Industrienationen. Was ganz interessant ist, wenn Sie meine Videos verfolgen, wenn nicht unbedingt abonnieren, dann habe ich das ja schon vorausgesagt als Prognose, zumindest geahnt, dass wir eine Korrektur bekommen. Schauen Sie sich die letzten Videos an, es gab Zeichen genug und trotzdem ist es dann immer wieder überraschend. Deswegen auch der Titel Crash vorhergesehen, aber dann doch überrascht oder wie auch immer ich den Titel jetzt benannt habe. Und mir ging es genauso wie allen anderen auch. Also es war irgendwie ganz klar, dass die Kurse jetzt nicht mehr weiter steigen können und dass es bergab geht. Aber dass wir jetzt so 3 Tage kriegen mit so großen Schritten, ja, das kam dann doch für alle überraschend, mehr oder weniger. Denn die Stimmung war ja gut am Aktienmarkt. Schauen Sie sich bitte die Videos an, die ich bisher gemacht habe. So, schauen wir uns mal den Kursverlauf an. Ich habe ein paar ganz wichtige Linien eingezeichnet, zumindest für die großen Vermögensverwalter, für die großen Player am Aktienmarkt sind diese Linien sehr, sehr wichtig. Nämlich die erste Linie ist, wie hat das Jahr begonnen? Das heißt, alle, die den Stoxx Global 1800 oder den MSCI World gekauft haben, also ein internationales, globales Aktienportfolio nach Marktkapitalisierung, die sind noch im Plus. Das ist immer eine ganz, ganz wichtige Linie. Aber es war auch schon besser. Schauen wir uns mal den Rückgang an. Wie viel Verlust hatten wir denn vom Höchstpunkt? Der war am 16.07. Ganz wichtige Marke. Mitte des Julis haben wir oft Turnarounds. Warum das so ist, erfahren Sie im sessionalen Video. Das verlinke ich Ihnen hier. Das kommt gleich hinterher nach diesem Video. So, also das heißt, wir haben vom Juli bis jetzt Tiefskurs gestern allerdings. Heute beruhigt sich das wieder klein wenig. Minus 8,85% in 3 Börsentagen. Das ist schon viel, sage ich mal, von Crash reden wir da noch nicht. Dann müssten schon über 10 sein. Also wir müssten 15% runtergehen. Dann würde ich hier auch von einem Crash reden. Im Moment haben wir eine Korrektur in 3 Tagen. Das ist trotzdem sehr auffällig, ganz klar. Und es kann ja noch einer werden. Ja, wir haben ja oftmals so, dass der Kurs dann wieder ein bisschen sich erholt. Dann kommen wieder ein paar Anleger rein und dann geht es dann nochmal runter. Das kann alles noch passieren. Wir sind noch am Anfang des Augusts. Und der August ist ein sehr gefährlicher Monat. Schauen Sie sich bitte das saisonale Video an. Oder abonnieren Sie am besten auch gleich den Kanal. Dann habe ich hier grüne Unterstützungslinien. Wir sehen, die Unterstützungslinie hier ist längst gerissen, also gestern alles gerissen worden. Diese Linie ist auch gerissen worden und die 200-Tage-Linie, auch ganz wichtig, ist gedopst. Warum ist die wichtig? Die 200-Tage-Linie ist im Fokus vieler, vieler Anleger und vor allem auch technischer Handelssysteme. Das heißt, es gibt viele, die haben die 200-Tage-Linie technisch vorausgegeben und das, was technisch bedeutet ist, wenn diese unterschritten wird, wird sofort eine Verkaufsorder rausgegeben und dann sinken die Kurse meist noch deutlich weiter unter die 200-Tage-Linie. Und das ist besonders im August so, deswegen ist es ja so gefährlich, aber wie gesagt, das machen wir im saisonalen Video. So, das heißt, wir haben hier eine Unterstützungslinie, die jetzt wieder
da ist also hier weder die 200-Tage-Linie noch diese Unterstützungslinie ist jetzt über längere Zeit unterschritten worden. Das ist schon mal ein ganz gutes Signal, dass es sich jetzt erstmal beruhigen wird. Aber die Handelswoche hat erst begonnen, ist noch zu früh, hier Rückschlüsse zu ziehen. Die holen wir uns ein andermal. Dann gucken wir uns natürlich den wichtigsten Index überhaupt, den S&P 500, an. Wie sieht es da aus? Einmal ganz klar, wir haben hier einen großen Abstand zum Jahresstart. Das heißt, die Anleger sind mit dem S&P 500, mit amerikanischen Aktien und mit den großen doch deutlich im Plus noch. Wir haben hier die 200-Tage-Linie mit einem großen Abstand. Die ist nicht angerissen oder irgendwie berührt worden jetzt am S&P 500. Auch das ist noch ein sehr positives Zeichen. Und wir haben hier noch eine Unterstützungslinie, die ist gerissen. Und wir haben hier noch eine zweite und vor der 200-Tage-Linie, die meistens dafür sorgt, dass Anleger dann investieren. Wie weit ging es hier runter? Da muss ich mal gucken. Ich kann das schlecht lesen. 6%, 6, irgendwas Prozent, 6,37 ging es hier runter. Warten Sie, ich muss das mal lesen, ob das auch richtig ist. 8,67, Entschuldigung, also der S&P 500 ist vom Hoch bis zu dem gestrigen Tiefpunkt 8,67% gesunken. Ähnlich wie der globale, ein großer Schritt nach unten in wenigen Handelstagen. Das ist schon sehr auffällig und das macht natürlich jetzt die Anleger sehr, sehr nervös. Warum der S&P 500 immer noch interessant ist, ich habe hier die Volumen und ich sehe hier bei fallenden Kursen steigen die Volumen. Das ist eigentlich eher ein Zeichen, dass wir bald gleich wieder eine Trendumkehr bekommen. Warum? Was bedeutet das? Wenn die Kurse fallen und immer mehr Anleger investieren und kaufen in fallende Kurse hinein, dann glauben diese Anleger, und das sind ziemlich viele, dass wir bald wieder steigende Kurse bekommen. Das ist dann eher wieder ein ganz gutes Zeichen für die Börse, dass es eine Korrektur bleiben wird und kein Crash geben wird. Aber auch die institutionellen Anleger, die hier jetzt investiert haben, können sich täuschen. Also es sind alles immer nur Zeichen und, sage ich mal, Indizien. Ja. Ganz sicher kann man sich nie sein. Vor allem kann es ja hier noch weiter runter und die Volumen auch noch weiter steigen. Ja. Wobei wir haben schon ziemlich hohe Handelsvolumen jetzt gehabt. Also es sind sehr, sehr viele, haben ihre Aktien abgestoßen, aber sehr, sehr viele haben dann dementsprechend auch wieder gekauft. Also hier die Volumen zeigen eher an, es bleibt bei einer Korrektur, es wird kein Crash kommen. Schauen wir uns noch was ganz Interessantes an, und zwar den S&P 500 Equal Weighted. Der S&P 500 wird ja nach Marktkapitalisierung, nach Größe gewichtet. Das heißt, die ganz großen Aktiengesellschaften wie Apple, Microsoft, Nvidia und so weiter, die sind viel stärker gewichtet als die anderen. Und das heißt, die kleinen Aktiengesellschaften, die haben gar nicht so einen großen Einfluss. Beim Equal Weighted ist es, wie der Name sagt, gleichgewichtet. Nicht der Fall. Da wird jede dieser 500 Aktien gleichgewichtet. Und hier sehe ich schön den Unterschied zwischen Large Cap und Small Caps. Wir haben ja die Anomalie, dass die Small Caps schlecht gelaufen sind, die ganz großen sehr gut gelaufen sind. Im 12-Monats- oder sogar im 15-Monats-Vergleich, was sehr ungewöhnlich ist. Wenn die Börsen hochgehen, laufen ja die kleinen meistens besser. Und jetzt sehen wir, der S&P 500 Equal Weighted hat nur 4,99%, also fast die Hälfte, nicht ganz, also ein bisschen mehr als die Hälfte verloren. Also deutlich weniger verloren als der S&P 500, so wollte ich das eigentlich formulieren. Und das bedeutet, die kleinen Aktiengesellschaften sind ja schon schlechter gelaufen, wie man an der Kurve sieht, aber sie haben jetzt nicht so viel verloren. Das heißt, diese Anomalie, dass die kleinen schlechter laufen als die großen, die löst sich jetzt auf und das bringt mehr Gesundheit in den Markt. Das bringt jetzt wieder, sage ich mal, mehr Normalität in den Markt. Und das ist sehr angenehm, vor allem die kleine Aktiengesellschaften haben. Die können dann auch hoffen, wenn die Aktienkurse wieder steigen, dass sie dann auch mehr Rendite haben, weil sie auch mehr Risiko eingehen. Dann schauen wir dasselbe nochmal am S&P, Stoxx Europe 600. Wir gucken nach Europa. Wie sieht es da aus? In Europa sieht es nicht so gut aus, teilweise. Wir sind noch entfernt vom Jahresstart. Das heißt, alle Anleger haben
vom ersten Handelstag diesen Jahres bis jetzt noch Profite, noch Gewinne. Die 200-Tage-Linie ist allerdings deutlich unterschritten. Das ist ein schlechtes Zeichen für die europäischen Börsen. Allerdings hat vom Hoch bis zu jetzt zum Tiefpunkt der Stoxx Europe 600 nicht so stark gelitten mit 6,6% Minus. Auch ordentlich, auch schön, aber er ist natürlich nicht so stark gestiegen auf Jahresanfang. Von dem her, hier diese Unterstützungslinie ist gerissen worden und die 200-Tage-Linie. Das sieht jetzt nicht so gut aus für Europa. Also in Europa, wenn man das mal separat betrachtet, könnte es dann eher noch weitere Rückschritte geben, während in den USA in S&P 500 eher wieder eine Beruhigung am Aktienmarkt erwartet wird nach dieser technischen Analyse. Dann schauen wir uns auch den DAX an und den SDAX. Der DAX hat... hier ist alles verdeckt bei mir mit Kabeln, deswegen muss ich ja nochmal... 8,39% hat der DAX verloren und der SDAX über 12%. Hier löst sich dieses Gap, diese Anomalie zwischen kleinen Aktiengesellschaften und großen nicht auf. Im Gegenteil, der SDAX ist nicht so gut gelaufen auf 12 Monate und hat jetzt auch mehr verloren. Also normalerweise soll es so sein, wenn es steil bergauf geht, sollte der SDAX auch deutlich mehr Rendite haben als der DAX. Und wenn es fällt, logischerweise fällt er natürlich auch stärker. Das haben wir jetzt. Insofern könnte sein, wenn der DAX wieder steigt, dass der SDAX dann auch wieder mehr steigt und sich normalisiert. Aber im Moment sieht es bei deutschen Aktien nicht so aus. Ja, also da sehen wir, der Markt ist noch anormal teilweise im DAX, aber global gesehen löst sich diese Small Caps, Large Caps Sache auf, was auch ein gutes Zeichen für die Börse ist. Also noch ist noch nicht raus und es ist noch ein bisschen verfrüht, weil heute der Handelstag noch nicht so eindeutig ist. Es geht nicht weiter runter bisher und es geht aber auch nicht hoch. Also im Nikkei, der hatte ja tatsächlich gestern 14% verloren und heute gleich wieder 10% wieder reingewonnen. Da sind die Anleger gleich wieder reingekommen. Das heißt, das meiste hat sich hier wieder aufgeholt. Der DAX hat jetzt noch nichts gemacht, eher ein bisschen verloren. Und wer weiß, wie es aussieht, wenn ich das Video dann geschnitten und veröffentlicht habe. Also es ist noch nicht ganz klar. Wir können jetzt noch nicht sagen, geht die Korrektur weiter nach unten? Also verlieren wir noch ein paar Prozent, vielleicht minus 10, minus 15 und geht es dann wieder nach oben? Oder kriegen wir jetzt einen richtigen Crash im August? Oder geht es im August und September weiter nach unten und es gibt einen richtigen Crash mit minus 15, minus 20 oder mehr? Das ist jetzt noch nicht klar. Wir haben ganz gute Zeichen am S&P 500, nämlich die Volumen, die reinkommen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber ja, so ganz klar ist es noch nicht. Deswegen bleiben Sie bitte dran, abonnieren Sie den Kanal. Schauen Sie sich das saisonale Video an. Das ist ganz wichtig, was die Saisonalität sagt. Denn der Juli war sehr, sehr saisonal und stark und so ganz, ganz, ganz typisch. Deswegen für die Anleger wie ich, die Sell in July praktizieren, war das eine super Möglichkeit, noch viele Gewinne mitzunehmen und dann rauszugehen aus dem Markt. Denn im August und September wird er gefährlicher. Einzelheiten im Video. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ich werde in Urlaub gehen, aber auch vom Urlaub aus werde ich den Aktienmarkt betrachten und Sie informieren. Dann vielleicht nicht so in Studioqualität, sondern eher ein bisschen urlaubsmäßig. Aber Infos wird es auf jeden Fall geben. Da werde ich nicht Ruhe geben, denn für mich ist Urlaub, wenn ich weiß, was am Aktienmarkt los ist und nicht, wenn ich gar keine Ahnung habe, was da gerade läuft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine gute Zeit. Alles Gute, Ihr Thomas Hupp.